Willkommen in der Denkfabrik, dem Fachpodcast von Krone. Wir treffen hier Experten der Logistik und unterhalten uns über die Themen, die unsere Branche bewegen. Heutzutage ist der Konsument, der Endverbraucher, ein schwarzes Loch. Man schiebt die Produkte rein. Hoffentlich wird es nie voll, dieses schwarze Loch. Und da kann die Logistik viel helfen, dass es ein geschlossener Kreislauf wird. Heute im Gespräch Dr. Frank Albers und Professor Dr. Christian Kille. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, zum nächsten Videopodcast von Mittendrin, ein Format der Denkfabrik. Heute sind wir in Würzburg und heute darf ich begrüßen Professor Dr. Kille. Mittendrin, wir sind hier in einem Hörsaal gerade. In den vorherigen Sendungen waren wir auch mittendrin. Da haben wir viel Action gesehen, da haben wir viel Bewegung gesehen. Hier im Hörsaal sehen wir gerade, sagen wir mal, das Mobiliar, sehen wir das, die entsprechende Einrichtung, aber wir sehen keine Studenten und Studentinnen. Da ist jetzt die erste Frage an Herrn Professor Kille. Wie geht es Ihnen in dieser Zeit ohne, sagen wir mal, Präsenzunterricht, Präsenzvorlesungen? Welches Gefühl haben Sie dabei? Ja, vielen Dank einmal für diese Einladung. Ich freue mich richtig drauf, in dieser Zeit auch sich darüber auseinanderzusetzen. Und diese Frage nehme ich gerne auf. Es ist zwei Gefühle, die bei mir sind. Das eine, ich habe es so vermisst, hier in diesen Hallen zu sitzen. Natürlich vermisse ich noch mehr die Action, die jetzt eben nicht, wie Sie richtig gesagt haben, da ist, was, glaube ich, auch ganz gut wäre für das Gespräch, dass wir alleine sind. Auf der anderen Seite bietet doch die digitale Lehre sehr viele Möglichkeiten, nicht nur für uns als Dozierende, die neue Möglichkeiten, um Gruppenarbeiten zu organisieren oder vielleicht mal etwas flexibler zu sein, um den Studierenden eine Sprechstunde anzubieten oder Projekte zu besprechen. Man muss nicht immer vor Ort sein. Nee, auch auf der Studentenseite, auf der Studierendenseite habe ich mitbekommen, dass eine hybride Organisation des Studiums gefordert wird, gewünscht wird, dass klar die Präsenz alleine schon wegen des Austausches nicht nur mit mir, sondern auch mit den ganzen Kommilitonen fehlt. Und zwar nicht hier drin, denn da sollte man ja eher meinen Worten lauschen als den anderen, den Nachbarn, sondern dann in den Pausen draußen. Da kriegt man dann den Flurfunk mit. Das kennen Sie ja genauso aus Ihrem Büro. Den Flurfunk kriegt man nicht im Büro mit oder in den Besprechungen, den kriegt man an der Kaffeemaschine mit. Und so ungefähr ist es hier genauso. Und das fehlt Ihnen natürlich genauso. Aber Sie genießen auch die Flexibilität, dass Sie teilweise nicht unbedingt zu einer Veranstaltung den Weg in die Hochschule nehmen müssen, dass der Dozierende etwas verfügbarer ist, weil dann schneller mal ein Termin ausgemacht werden kann. Er muss ja nicht vor Ort sein. Und auch diese Möglichkeiten der neuen Tools, die in der Ausbildung bereitgestellt werden, die genießen manche, nicht alle natürlich. Ja, schön. Wir haben in den vorherigen Sendungen und Podcasts haben wir, sagen wir mal, die Praxis beleuchtet, haben wir Vertreter aus der Wirtschaft interviewt, haben zu unterschiedlichen Themen haben wir Diskussionen geführt. Und heute wollen wir den Sprung mal in die Wissenschaft wagen. Wissenschaft allein vielleicht nicht unbedingt, sondern wie ist die Verbindung aufzunehmen zwischen Praxis und Wissenschaft? Und wie Sie es gerade auch schon ausgeführt haben, können beide Akteure sicherlich davon profitieren. Und ich denke, auch dieser Dialog ist auch notwendig. Ich würde es vielleicht mit einer Insel, sag ich mal, umschreiben. So ein Inseldenkansatz ist, sag mal, zukünftig, nachhaltig, glaube ich, nicht immer förderlich, sondern man muss schon über den eigenen Tellerrand gucken. Und diese Impulse, die Wissenschaft bringt, die sollte man immer gerne aufnehmen, denn das bringt uns letztendlich weiter. Ja, vielfach ist es immer auch eine Frage des Images, eine Frage des Verständnisses. Wie verstehe ich Logistik, wie verstehe ich Transport? Und da ist man vielleicht auch in der Öffentlichkeit immer und auch politisch geneigt, sagen wir mal, kleine Ausschnitte rauszunehmen und die dann entsprechend nach vorne zu stellen, sodass dann auch die breite Öffentlichkeit das leicht versteht. Logistik ist sehr komplex und ist sicherlich auch inhaltlich sehr schwer, sagen wir mal, verständlich zu machen für den einzelnen Bürger. Man hat jetzt in der Corona-Krise auch davon gesprochen, Logistik ist systemrelevant. Fand ich für den Zeitpunkt super gut und fand ich auch in der Erkenntnis super gut. Aber ich glaube, das ist schon wieder ein bisschen nach hinten gerückt. Das ist schon in Vergessenheit geraten. Hat vielleicht auch was, ich sagte eben, auch mit Image zu tun. Wie kann man da noch weiter, sagen wir mal, einzahlen, sodass es
besser, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit auch verstanden wird und dass, sagen wir mal, die Werthaltigkeit der Logistik dann auch nach oben gehievt wird. Da gibt es ja ein paar Ansätze, die auch kommunikationsorientierte Einrichtungen sehr viel Gutes auch tun. Also die BVL macht da einiges. Das ist eine Vereinigung, die in Strukturen hängt, die eben nicht marketingorientiert sind, aber dort mit in der Zusammenarbeit ist ja auch, sind ja auch die Wirtschaftsmacher zum Beispiel. Das glaube ich, die haben einen guten Schub, bringen die mit rein, dass es anders verstanden wird. Ich bin kein Konsumentenforscher, ich kann es nicht einschätzen, ob das wirklich ankommt. Das ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, dass da schon mal ein richtiger Schritt in diese dahingehend gemacht wird. Ich denke, man sollte, um jetzt meine persönliche Meinung, die Sie ja auch abgefragt haben, mit einzubringen, dass es mehr in Zusammenhang gebracht werden muss mit Geschichten, mit Themen, die die Allgemeinheit wirklich interessiert und einbette, dass es damit zu tun hat. Zum Beispiel dieses Thema der Nachhaltigkeit. Da wird sehr stark darauf fokussiert, dass man alternative Antriebe einführen möchte, dass dort der CO2-Fußabdruck hauptsächlich dadurch reduziert wird, dass der Verkehr reduziert wird oder zumindest anders mit anderen Antrieben arbeitet. Es geht aber noch viel mehr, wenn man über die Logistik denkt. Und das, da bin ich jetzt wiederum kein Kommunikationswissenschaftler, wie man das in die Menschen reinbringt. Die Logistik ist ein bisschen weitreichender, wenn man über Nachhaltigkeit denkt, weil das kann viel strategischer angeschaut werden. Denn wenn ich als Logistikmanager in einem Unternehmen arbeite, welcher strategisch darüber nachdenkt, wie Supply Chains aufgebaut sind, dann habe ich die Möglichkeit, eine nachhaltige Kette aufzubauen. Und das bedeutet nicht nur, dass ich einen Elektroscooter einsetze oder ein Elektrofahrzeug, sondern es geht darum, woher kommt die Ware, wo sind meine Beschaffungsmärkte, wie sind die angebunden, wie gehe ich denn auch mit den Produkten, die ich verkaufe, um. Heutzutage denkt man darüber nach in der klassischen Lehre über Supply Chain Management ist der Konsument, der Endverbraucher, ein schwarzes Loch. Man schiebt die Produkte rein, marketingorientiert, hoffentlich immer mehr. Hoffentlich wird es nie voll, dieses schwarze Loch. Hoffentlich ist es einfach ein schwarzes Loch, welches absorbiert die Produkte, die ich verkaufen möchte. Unsere Produkte, die wir mit uns rumschleppen, sind in vielen Fällen genauso aufgebaut, schwarzes Loch, fertig. Und da kann die Logistik viel helfen, dass es ein geschlossener Kreislauf wird. Und wenn es dann, und jetzt komme ich wieder auf diese Manager zurück, die da involviert sind, wenn es dann die Möglichkeit gibt, Produkte aufzubauen, Dienstleistungen aufzubauen, wegzugehen von der klassischen Denkweise, ich verkaufe ein Produkt, mehr dahingehend, das Produkt muss nicht verkauft werden, sondern wir möchten es ja nutzen. Es ist ja nicht so, dass wir im Besitz sein müssen. Dann kann man das schließen, diesen Kreislauf, und diese Produkte wieder zurückholen. Der Kunde ist nicht mein schwarzes Loch, sondern es wird ein geschlossener Kreislauf und wir tun wirklich um einiges mehr für die Nachhaltigkeit, als nur einen Elektromotor in ein Fahrzeug zu bringen. Und wenn das verstanden wird, dann schaffen wir es nicht nur, dass die Logistik, dass von der Logistik mehr gefordert wird, sagen wir es mal so, ja, dann macht mal, sondern dass es auch interessanter wird für diejenigen, die etwas verändern möchten an unserem Leben. Darf ich jetzt den Schwung ziehen zu, was wir wahrnehmen, wir sitzen ja in den Heiligen Hallen in unserem Schwerpunkt Logistik, haben wir mehr Frauen als Männer, als Studierende, also mehr Studentinnen als Studenten. Und da merkt man, die interessieren sich ganz stark dafür, wie es um diese Nachhaltigkeit geht. Und ich glaube, dadurch kriegt man auch genau diese Menschen dazu, es interessant zu finden, sich mit logistischen Themen auseinanderzusetzen, weil sie merken, dass sie was verändern können für die Zukunft. Wir haben einen kleinen Ausschnitt Transportwesen, wir stellen Nutzfahrzeuge her. Wir sind natürlich auch in einer gewissen Transformation. Auf der einen Seite, Transport wird es immer geben. Es ist immer die Frage, wie umfangreich, wie groß ist das Volumen, ist richtig und wie wird es gemanagt. Ausgeführt wird es von Produkten, also in dem Fall vielleicht von Anhängern, Sattelaufliegern, Containerchassis, ist aber nur die Frage, wie werden die ausgestattet sein?
auf der einen Seite ausgestattet sind, die selbst fahren vielleicht. Brauchen wir noch eine Zugmaschine, wenn ich in Richtung autonomes Fahren vielleicht argumentiere oder blicke. Auf der anderen Seite ausgestattet natürlich mit entsprechender Sensorik, mit Telematik, mit Datenmanagement über das Fahrzeug, wie ist der Zustand des Fahrzeuges, vielleicht Predicted Maintenance, also im Vorfeld Fahrzeuge reparieren, damit sie gar nicht einmal ausfallen. Natürlich auch, was wir beim Carsharing haben, gibt es da auch schon Denkmodelle, Nutzungsdenkmodelle, warum kauft der Transporteur oder der Spediteur überhaupt noch ein Fahrzeug, kann das nicht, sage ich mal, in dem Fall, wenn er es braucht, nutzen und da ein Nutzungsentgelt dann dafür zu bezahlen. Da bedingt es natürlich auch ein Netzwerk und auch entsprechende Servicewerkstätten, Servicewerkstattnetz europaweit, weil europaweit werden die Fahrzeuge eigentlich eingesetzt, nicht nur um Kirchturm herum. Man spricht ja vom Nahverkehr und vom Fernverkehr. Das sind so Ansätze, die wir verfolgen. Und natürlich, und das ist noch wichtiger, nicht nur fahrzeugspezifische Daten, sondern auch Daten von der Ware, die auf dem Fahrzeug transportiert wird. Also klassisch natürlich im Kühlsegment, im temperaturgeführten Transport, wie ist der Kühlstatus, welche Temperaturen wurden gefahren, aber auch Luftfeuchtigkeit, bis hin am Ende des Tages Ladungssicherung, ist das Transportgut auch während des Transportes vernünftig gesichert worden und hat es dort sagen wir, keinen Zwischenfall während des Transports gegeben, sodass das Transportgut eventuell beschädigt worden ist. Das sind so Fragen, die wir beantworten können, aus unserem Fokus heraus und was wir so leisten können. Wir haben zum Beispiel, wenn ich über Digitalisierung auch mal spreche, haben wir ein Joint Venture, eine Partnerschaft mit Shipio zum Beispiel, sind wir jetzt eingegangen im letzten Jahr. Da geht es um ETAs, Estimated Time of Arrival, die wir generieren und die wir dann entsprechend unserem Kunden zur Verfügung stellen und unser Kunde natürlich seinem Kunden, dem Verlader. Das ist mein Ausschnitt, den ich da habe. Sie können diesen Ausschnitt natürlich weiterführen. Was mache ich denn mit dem Ether? Was macht denn der Verlader damit oder der Produzent oder derjenige, der damit Handel treibt oder die Warenwirtschaft im Hub oder im Logistiklager entsprechend umsetzt? Das ist genau ein schöner Ansatzpunkt, weil Sie haben es auch genannt, die Trailer, die werden ja europaweit eingesetzt. Und diese Harmonisierung und diese Möglichkeit eines Austauschs von Informationen über Grenzen hinweg und nicht diese Insellösungen aufzubauen, dass dann jeder so in seinem Bereich arbeitet, bringt, denke ich mal, sehr viel Mehrwert für die Logistik, um dann auch den Beitrag zu leisten. Nicht nur um, Thema machen wir jetzt einen Haken dran, nachhaltiger zu werden, weil das dann besser eingesetzt wird, sondern auch nach vorne geschaut, wettbewerbsfähiger zu werden, dass die Unternehmer wettbewerbsfähig werden, aber auch die Ausstatter hier. Und deswegen denke ich, sollten wir als Wirtschaftsbereich Logistik oder wenn man jetzt wieder an die Politik appellieren sollte, daran arbeiten, dass wir zum Digital Logistics World Champion auch werden. Also das ist nicht nur einfach, wir sind jetzt die Logistikweltmeister, sondern ja, wir sind sogar auch digitale Logistikweltmeister. Wir haben ja die Basis gegeben. Man kann es übertragen, auch da bin ich jetzt nicht der Experte, ich habe es nur angelesen, in der Automobilindustrie wird ja jetzt schon gesagt, dass die deutschen Automobiler die Elektromobilität doch wieder für sich vereinnahmen können, dass Tesla noch nicht abgehängt ist, aber der Abstand der Innovationen immer geringer wird und die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass sie diesen First-Mover-Vorsprung, den sie hatten, verspielt haben mittlerweile. Und diese Basis kommt daher, weil die Automobilindustrie so gut ist. Und wir sind Logistikweltmeister und wir sind es wahrscheinlich immer noch, wenn die Umfrage gemacht werden würde. Und wir können darauf aufbauen und genau das diese Innovation in der Digitalisierung mit aufzubauen. Und man kann mit dem Ether nur dann etwas anfangen, wenn es wirklich über alle Partner hinweg gelesen werden kann. Denn wenn der eine Logistikdienstleister, der eine Spediteur mit einem anderen System und einem anderen Standard der Datenkommunikation arbeitet wie der nächste oder noch schlimmer, dass die zwar diese Daten sammeln, die haben vielleicht einen Krone-Trailer hinten drauf und sammelt die Daten, aber die sagen, gehen wir nicht her, das gehört mir, dann hat es null Wert, wirklich gar keinen Wert.
Und das ist etwas, was doch geändert werden muss, dieses Inseldenken, wie Sie es gesagt haben. Aber ich glaube, da hatten Sie einen anderen Kontext eher, dass man so seine Probleme auf seiner Insel lösen möchte, sondern hier der Inselkontext jetzt eher, ja, wir sollten gucken, dass wir die Inseln zusammensetzen und dann eine größere Fläche haben, die wir betrachten und von denen wir dann gegenseitig profitieren können und nicht nur immer individuell und subjektiv das Ganze betrachten. Und dann kann wirklich jeder wahrscheinlich von profitieren, von diesen Möglichkeiten, die dahinter stecken. Und da sehe ich das Problem drin. Also das ETA, das bringt dann mehr oder sehr viel, wenn es in der breiten Masse von vielen genutzt wird, angeboten wird und auch ja, preisgegeben wird, die Information. Ja, aus unserem Fokus war das auch immer unser Ansatz, wenn wir über Krone-Telematik in dem Beispiel jetzt gesprochen haben. Das war jetzt nicht so, dass wir sagen wir unserem Kunden ein Telematiksystem angeboten haben und gesagt haben, komm hier, die Daten, die da generiert werden, ja, die gehören uns oder die gehören dir und die sind nicht offen. Also wir haben ein offenes Portal von vornherein konzipiert, wo unterschiedliche Datenquellen eingelesen werden können, auf der anderen Seite aber auch unsere Daten unterschiedlich auch generiert werden können, je nachdem, welches Datenformat gewünscht wird vom Kunden. Und bei uns ist auch ganz klar, die Daten, die generiert werden von dem Trailer, vom Ladungszustand, von der Ware, das sind Daten, die gehören dem Kunden, die gehören nicht uns. Und da haben wir immer offen gedacht. Und wie Sie schon gesagt haben, es geht nur so, über Plattformen, dass gemeinschaftlich halt, sag mal, der Datensatz jetzt im Speziellen genutzt wird, um ihn entsprechend auch zu nutzen, übergreifend. Denn warum soll ich einen Datensatz 2, 3, 4, 5 Mal generieren von unterschiedlicher Sichtweise heraus? Einmal bedeutet das Kosten, zweitens, früher haben wir über Schnittstellenverluste gesprochen, vielleicht ist es heute nicht mehr so bekannt bei den Studierenden. Oh ja, doch. Ist noch bekannt. Oh ja. Ist schon ein bisschen länger her, wo wir studiert haben in den 90er Jahren, wie Sie eben im Vorgespräch auch schon gesagt haben, ich auch. Nichtsdestotrotz, das ist die Zielführung und das müssen wir entsprechend auch schaffen. Aber in den Gesprächen mit unseren Kunden denke ich, dass unsere Kunden da auch offen denken, weil letztendlich ist das vernetzt miteinander, die gesamte Logistikwirtschaft und die kann auch nur vernetzt miteinander, sag mal, erfolgreich sein. Das ist ich glaube, das ist auch etwas, was ich auch ehrlich gesagt vor noch 5 Jahren etwas falsch, möchte ich es nicht sagen, aber nicht richtig eingeschätzt, was jetzt der Unterschied ist, Nuancen, aber nicht richtig eingeschätzt habe. Es war da die Rede von Daten sind das neue Gold und das ist alles richtig. Deswegen wollte ich es nicht komplett falsch bezeichnen, dass es ein unglaublicher Mehrwert bedeutet. Der Effekt war aber, dass viele Akteure in der Logistik sie für sich vereinnahmt haben und sagen, okay, das ist mein Gold und das will ich jetzt nur gegen Geld weitergeben. Und das ist kein binäres 0-1-System. Es gibt Daten, die darf man nicht rausgeben als Unternehmen, das ist keine Frage. Aber es gibt auch Daten, die sollte man herausgeben, um selber auch zu profitieren. Das ist ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, das hat uns etwas Zeit gekostet, dass so ein binäres Denken drin war. Nein, ich gebe keine Daten und wenn ich Daten gebe, dann muss ich alle geben. Und das müssen wir jetzt aufholen. Diese Zeit des Abwägens, welche Daten sind denn die, die ich ohne Probleme weitergeben kann, in welcher Form weitergeben kann, damit es für alle einen gewissen Mehrwert bedeutet. Und da sind noch viele Gespräche, glaube ich, im Gange, dass es auch wirklich so funktioniert, dass die Einschätzung, was der Wert der jeweiligen Daten ist, für nicht nur für mich oder für meinen direkten Konkurrenten, sondern für die Allgemeinheit, das ist jetzt gerade im Gange. Und da meine ich, ist ja auch ein Projekt in Dortmund, das Fraunhofer IML und die Universität Dortmund involviert, dieses Silicon Economy, glaube ich, heißt es. Sicherlich ein guter Ansatz. Ich meine aber, dass dort das offener gestaltet werden sollte. Und zwar, die Kolleginnen und Kollegen sagen dort, ja, wir haben den offenen Ansatz, aber ein kommunikativer, offenerer Ansatz, dass auch die mittelständischen Spediteure sich eingeladen fühlen. Denn bisher ist es eher geprägt davon, dass, also die Wahrnehmung ist, Großunternehmen,
können davon profitieren und können damit machen, weil sie ansonsten bei solchen großen Projekten ja gar nicht die Ressourcen einbringen können oder sich wirklich engagieren können. Das ist so meine Auffassung. Das machen sich die mittelständischen Spediteure zu klein. Die können alle dort mitmachen. Von der anderen Seite, kommunikativ könnte man da wahrscheinlich auch noch etwas mehr machen. Ist auch, glaube ich, mein Gefühl. Also wenn ich in den Gesprächen mit unseren Kunden über diese Themen teilweise philosophiere, dann ist es so, dass sicherlich auch zwei Gruppen gibt. Eine Gruppe, die sich damit beschäftigen wollen, die auch, sagen wir mal, dahingehend auch vielleicht auch selbst da ausgebildet sind und auch Zukunft sehen. Andere, die vielleicht auch gar nicht den Kontakt haben, die Möglichkeit haben, sich dort zu involvieren, vielleicht ein Stück weit auch nicht den Sinn und Zweck im Moment sehen, weil sie vielleicht noch traditionell ein Stück weit unterwegs sind. Logistikweltmeister hatten wir gerade, Transportwirtschaft haben wir gerade drüber gesprochen. Ich sehe da schon ein bisschen die Gefahr, dass auch dann der Mittelstand, der klassische Mittelstand im Vorgewerbe, sag mal, da nicht nur unter Druck kommt, sondern sich vielleicht auch ein Stück weit auflösen wird, sich dann vielleicht auch auf größere Einheiten dann konzentriert. Da gilt es für mich eher, die Vielfalt auch dort zu bewahren, auch die Anzahl der Teilnehmer im Markt zu bewahren, denen auch dann die Chance geben, mitzumachen, sich mitzuentwickeln. Wie können wir diese Herausforderung lösen, dass wir dort vielleicht über das Verbandswesen, wenn ich über den DSLV spreche oder über den BGL, Professor Dr. Dirk Engelhardt ist dort ja entsprechend sehr innovativ im Moment unterwegs, der als Vertreter jetzt der Branche, der Transportbranche agiert. Dort müssen wir in den Dialog meines Erachtens auch weiterkommen, sodass wir haben über Netzwerk gesprochen, über die komplette Logistikeinheit, dass wir diese Teilnehmer auch mitbekommen in diese Transformation. Ja. Ein Schritt ist dazu erstmal zu verstehen, was überhaupt das Geschäftsmodell ist für diese KMUs, für die kleineren mittelständischen Speditionen und was die dann dafür für eine Unterstützung benötigen können. Also das sind ja jetzt unterschiedliche Bereiche. Bei mir ist es sofort eingeklackt politisch wieder. Was ist denn von dem politischen Rahmen, weil Verbände ist ja so typisch dann mit der Politik in Zusammenhang zu bringen. Gehen wir erstmal den Strang weiter. Die Politiker, die Förderprogramme aufsetzen oder Subventionen, Unterstützungsaktivitäten aufbauen, da ist es notwendig, dass sie verstehen, wie eigentlich dieses sehr heterogene Feld funktioniert. Wir sind in diesem Konsortium auch mit involviert, dass die Bundesregierung bzw. das Verkehrsministerium im Speziellen zur Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie berät. Und dort sind wir natürlich im Güterbereich unterwegs. Der Güterverkehr ist nicht vergleichbar mit dem Pkw-Verkehr. Der Pkw-Verkehr ist relativ ähnlich, wie die Nutzung aussieht. Im Güterverkehr sind allein schon die Nutzungsklassen extrem unterschiedlich. Ja. Und dann, wie sind eigentlich die Verkehre dort aufgestellt? Manche sind Langstrecken, manche sind Kurzstrecken. Gibt es im Automobil genauso im Pkw-Bereich, keine Frage. Aber da ist der Anteil doch etwas unterschiedlich. Dann, wie sind die im Einsatz? Weil es ist ja mehr ein B2B-Business und weniger, oder ein Geschäftsbusiness und nicht privates, ein Großteil. Und da das Verständnis zu bekommen, zu verstehen, dass dort sehr viele Fahrzeuge unterwegs sind, die dann doch eher im Transporterbereich sind, aber die den CO2-Fußabdruck relativ niedrig haben pro Fahrzeug gegenüber den 40 Tonnern. Ja, aber wo werden jetzt die 40 Tonner alle eingesetzt? Das ist nicht nur der LKW, der auf der Autobahn zwischen zwei Hubs hin und her fährt, sondern da hat man auch einen Kipper, der die 40 Tonnen fährt und der fährt vielleicht mal 10 Kilometer hin und her. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, weil dann kann man etwas genauer diese Unterstützungsmöglichkeiten, egal ob monetär oder auch nur einfach von den Regularien, zuordnen, wenn dieses Verständnis da ist. Natürlich gibt es so viele spezielle Fälle, die kann man nicht alle abdecken. Das ist keine Frage. Also da muss man immer ein bisschen abschätzen. Aber trotzdem, schon alleine das, dass man versteht, wie es funktioniert und welche, das ist ja Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie, deswegen dort den Fokus drauf. Welche Antriebstechnologien sind denn jetzt genau für welche Einsatzbereiche die richtigen? Sodass man eben nicht nur darauf sagt, alles muss batterieelektrisch sein. Ja.
sind wir ja schon weit davon entfernt, die Experten in der Logistik und oder auch die breite Masse ist davon entfernt, auch das Ministerium. Aber es gibt viele Einsatzmöglichkeiten, auch im Nahverkehr, wo der Wasserstoff sinnvoll ist und nicht batterieelektrisch. Gut, also der politische Bereich, die müssen das stärker verstehen. Jetzt vom wirtschaftlichen Bereich muss ich ehrlich sagen, ich glaube, der Logistik tut es gut, sich etwas zu konsolidieren und ich mache mir damit keine Freunde, das weiß ich mit dieser Aussage. Warum tut es das Ganze gut? Weil es nämlich mit breit geschwellterer Brust auftreten kann. Umso kleinere Einheiten existieren, umso stärker kann man die gegeneinander ausspielen. Das ist ja die Aufgabe des Verbandes, diese Interessen zu bündeln und dann auch weiterzugeben. Ich glaube nicht, dass die Verbände eine schlechte Arbeit machen. Ich glaube eher, dass es dieses Gewitter an unterschiedlichsten Meinungen sind, die es nicht dazu geführt hat, dass die Wahrnehmung in der Logistik so für diese Systemrelevanz auch wirklich kontinuierlich wahrgenommen wird, sondern dass man da viele andere Dinge mitbekommt, die nicht so schöne sind. Aber ich muss ganz klar sagen, diese Vielfalt muss bestehen bleiben, weil nämlich die Logistik heterogen ist. Es ist so, dass es so viele spezielle Lösungen braucht für die einzelnen Kunden, Branchen, Industriehandel, auch andere Dienstleistungen, die können nur von ganz spezialisierten Unternehmen auch angeboten werden. Ich denke, das ist ich vergleiche immer sehr gerne das mit dem Handel. Im Handel gibt es auch einige Unternehmen, die sind einfach über die Zeit hinaus. Die können noch überleben, aber eigentlich ist es nicht zukunftsorientiert, wie das Unternehmen geführt wird. Und da sind, glaube ich, in der Logistik auch viele dabei. Und so hart es für den Einzelfall ist, und das ist mir bewusst, glaube ich, kann es gut tun. Wagen wir jetzt nochmal zum Schluss einmal den Blick in die Zukunft. Und auch, wir haben ja darüber gesprochen, was es bedarf, sich entsprechend in die Zukunft zu entwickeln. Wenn wir jetzt 5 Jahre, 10 Jahre bis zum Jahr 2030 mal nach vorne blicken, was wird kommen? Worauf muss man sich einstellen, auch als einzelner Unternehmer, um am Markt weiter partizipieren zu können? Also fangen wir dann wirklich gleich mit diesem Spezialisieren an. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle sich spezialisieren müssen, das ist Quatsch. Aber man muss genau herausarbeiten, was sind die Alleinstellungsmerkmale, dass ich am Markt bestehen kann. Und das bedeutet nicht, dass ich irgendeine Wahnsinnsinnovation habe oder eine ganz spezifische Dienstleistung. Das reicht schon, wenn ich den Kunden verstehe und mit ihm zusammenarbeiten kann und dadurch eine enge Kooperation aufbauen. Und das ist etwas, was weiter gespannt werden muss. Und ich rede jetzt nicht über die Spediteure, die Logistikdienstleister nur, sondern über alle Logistikakteure, über den Wirtschaftsbereich Logistik, da haben wir Industrie und Handel mit dabei. Das muss die andere Seite genauso verstehen, dass es kooperativ nur geht. Dass man in einer gemeinsamen Zusammenarbeit eine Win-Win-Situation generiert und das Ganze nicht nur über Preise verhandelt, sondern auch über die Total Cost of Ownership, die ja gerne in der Industrie genutzt werden. Aber auf einmal dann, wenn es in die Dienstleistung geht, wird es vergessen. Und das verstehe ich nicht. Und das muss in den nächsten Jahren noch mehr in die Köpfe reinkommen. Denn das ist nicht gesund, wenn man weiter auf diesen Preisdiskussionen stecken bleibt. Besonders wenn wir in diese Herausforderung Digitalisierung, Nachhaltigkeit und so weiter gehen, da geht es nicht über Preisdiskussionen, sondern es geht um Mehrwertdiskussionen, die man dadurch generiert. Das ist also diese eine Seite, das ist mehr so auf der organisatorischen Seite. Natürlich reden wir darüber, dass viel mehr digitalisiert wird. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir bis 2030 schon davon reden können, einen wirklichen Quantensprung in dem Transport zu haben, dass wir mit autonom fahrenden Fahrzeugen unterwegs sind, LKWs. Ich gehe davon aus, dass wir eine große Veränderung haben in der Abwicklung der Transporte rein organisatorisch und von der Antriebstechnik sowieso. Das ist ja auch politisch gewollt, da kann man, glaube ich, gar nicht außen rum kommen.
Aber ich glaube, dass da organisatorisch auch schon einiges passiert, dass die Ketten neu justiert werden. Man redet davon, jetzt durch Corona und durch die Evergiven, Suezkanalverstopfung, werden die ganzen Lieferketten verkürzt und alles kommt nach Osteuropa oder Nordafrika und so. Ich finde es gut, dass das Thema jetzt auf den Tisch kommt, aber das Thema ist schon seit 10 Jahren auf dem Tisch und es dauert halt eine gewisse Zeit und wir werden sehen, dass 2030 ein Stückchen weitergegangen ist. Und wenn man eine Studie mal machen würde, Stand 2010, Stand 2030 und dann die Vergleiche der Lieferketten nebeneinander legt, glaube ich, dann sieht man eine ordentliche Veränderung. Man würde jetzt schon eine Veränderung sehen, eine kleine. Die ist aber nur punktuell zu sehen. Ich glaube, 2030 ist dann schon deutlicher zu sehen. Man sieht auf jeden Fall etwas, also Nachhaltigkeit brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, das war auch schon dadurch gesehen, dass wir eine verstärkte Konzentration auf die Dienstleistung sehen. Also dass wirklich weniger das Produkt im Mittelpunkt steht, sondern alles, was sich darum herumrankt und dadurch die Logistik sehr stark profitiert. Und dadurch eine neue Möglichkeit der Umsätze sieht. Das heißt also, dass dieses schwarze Loch, um den Kreis zu schließen zum Anfang des Konsumenten, das gibt es in dem Fall nicht. Also nein, es gibt einige Angebote, die diesen Kreislauf schließen. Die Logistik muss dort funktionieren. Sie muss dort eingebettet sein. Das ist dementsprechend nicht nur ein DHL oder ein UPS, ein DPD, GLS, Hermes, um sie alle zu nennen, der ein Paket zu dem Endkunden bringt, sondern es muss diese Rückfluss auch noch organisiert werden und nicht nur eine Retoure, sondern alles, was damit zusammenhängt, dass es effizient funktioniert, dass es so funktioniert, dass es sich lohnt, das Produkt zurückzunehmen und nicht sagt, ich schmeiße es weg, weil bevor ich das durch den Prozess durchjage und es redistribuiere, habe ich mehr ausgegeben, als es wert ist, das Produkt. Und diese Dienstleistungen, die sich darum ranken, da kann, glaube ich, noch viel passieren. Anderes ist diese Individualisierung von Produkten. Das ist ja auch etwas, was immer mehr gesehen wird, dass man nicht mehr so konformitätsmäßig unterwegs ist. Und da kann die Logistik auch einsteigen. Stichwort 3D-Druck, dass dort eine der Elemente doch die Produktion, die in der Logistik stattfinden wird, mit auch aufgenommen wird. Ja, schön, Herr. Ich könnte noch 90 Minuten länger darüber reden. Professor Dr. Kille, es war sehr, sehr interessant, unser Gespräch. Ich denke, es gibt viele Herausforderungen und auch Möglichkeiten, also um es positiv auszudrücken. Und ich glaube, Sie als Beteiligter haben auch einen großen Einfluss, sagen wir mal, wie sich die Entwicklung in der Logistik weiter fortsetzen wird. Sie haben die Zukunft jetzt noch nicht gerade hier im Hörsaal sitzen, aber Sie haben den Zugang zur Zukunft und dort auch einen großen Einfluss, Ihr Wissen entsprechend dort auch weiter zu vermitteln, sodass dann auch das Wissen dann auch in die Betriebe kommt, um auch, sagen wir mal, dieses heroische Ziel, was wir ganz am Anfang mal auch formuliert haben, dann auch zu erreichen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Ausführungen, sehr interessant. Vielen Dank auch, dass ich hier mich beteiligen kann und eben meinen Beitrag leisten kann und deswegen, ich unterstütze das einfach wirklich sehr gerne, diesen Austausch mit der Praxis und finde es klasse, wenn ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass die Praxis auch da Impulse bekommt. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ja, danke schön.